Genau, also ich heiße Valentin Biel, ich bin freiberuflicher Nachhilfelehrer für Physik und Mathematik und bin Dozent an der Volkshochschule, weil es immer Spaß macht an der Volkshochschule. Ist ein ganz fairer Verein, muss man wirklich sagen. Ich gebe seit 2 Jahren hier Kurse an der Volkshochschule, immer die Mathematik-Abitur-Vorbereitungskurse und die besondere Leistungsfeststellung-Vorbereitungskurse und immer in den Ferien. Ja, auf diesen Mathekurs hier bin ich im Grunde über die Website der Volkshochschule aufmerksam geworden und habe mir dann gedacht, ich habe in den Ferien eh nichts weiter vor, zurzeit ist es eh schwierig mit Urlaub und dachte mir, dass ich da einfach mal hier den Mathe-Vorbereitungskurs nutze, im Bezug einfach auf einen Extrakurs, auf die Extra-Vorbereitung und ich denke, das klappt ganz gut. Also tatsächlich hat mich meine Mutter eigentlich darauf gebracht, weil sie irgendwie recherchiert hatte und zufällig drauf gestoßen ist und ja, hat mich gefragt, ob ich doch nicht Lust hätte, hier mitzumachen. Also ich habe recherchiert im Internet nach Kursen, die halt jetzt in den Ferien angeboten werden, weil ich dachte, ich möchte relativ früh anfangen, was fürs Abi zu tun, damit ich das nicht alles so stressig habe. Und da bin ich auf den Kurs hier in Leipzig gestoßen, an der Volkshochschule, und dann habe ich mich angemeldet und deshalb bin ich hier. Das ist dann der Extremwert. Ja, ich würde sagen, einerseits ist es ungewohnt, man steht wieder um eine gewisse Uhrzeit auf, um hierher zu kommen, aber auf der anderen Seite ist es schön. Man hat hier ein Zusammenkommen von Personen, die alle das Gleiche wollen. Wir wollen alle was lernen und uns weiter vorbereiten. Und ich denke, das ist das, was das hier ausmacht. Also erstmal ist es schon etwas merkwürdig, in den Ferien plötzlich wieder Mathe zu machen, aber ich finde es eigentlich gar nicht so schlimm. Also ich finde es nicht schlimm, ich hätte es mir schlimmer vorgestellt, gerade weil ich auch ja, früh aufstehen muss, fast so wie in der Schulzeit. Aber daher, dass wir hier nicht so viele sind und dass die Atmosphäre sehr angenehm ist, macht mir das auch Spaß, in den Ferien einen Mathekurs zu besuchen. Also hier in der Volkshochschule gefällt es mir wirklich sehr gut. Die Volkshochschule ist wirklich sehr gut ausgestattet, auch wie mit digitalen Tafeln, als auch wirklich sehr kompetente Lehrkräfte. Ja, in der Volkshochschule gefällt es mir eigentlich ziemlich gut. Ich war hier zwar noch nie davor, aber ich finde die Atmosphäre hier ziemlich cool. Ich finde meinen Kursleiter sehr nett und auch kompetent und es ist schön, dass man nachfragen kann, wenn man irgendwas nicht versteht. Also ich finde Mathekurs sehr angenehm. Wir können immer Fragen stellen, wenn wir Fragen haben. Auch wie wir zusammen lernen oder wie wir die Aufgaben machen, finde ich auch sehr gut. Ich kann jeden Tag was mitnehmen und fühle mich daher auch sehr gut vorbereitet. Haben wir auch schon geklärt, nochmal die zweite Ableitung, den Punkt 8 Drittel einsetzen. Und da bekomme ich was raus? -2. Gut, das ist ja kleiner 0. Also habe ich einen hohen Punkt.